the black lines. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel 1 2016, das Let's Play. Wir sind in Japan, genauer genommen auf Suzuka, und gleich beginnt das große Qualifying. Wie ihr seht, wir sind in der Boxengasse. Ja, ich habe etwas vergessen. Ich denke auch beim nächsten Mal wieder dran. Und ja, heute wird es lustig, weil wie ihr seht, diesen Streckenlayout, Streckenkarte, das ist keine einfache Strecke, Suzuka, Japan. Und dazu regnet es aktuell auch noch, also wir werden ein klein wenig Spaß haben. Wir werden auch gleich auf den Intermediates starten, wie man sieht. Es wird auf jeden Fall lustig, da bin ich mir sicher. Aber wir schauen jetzt einfach mal, wie wir hier am besten durchkommen. Die Ziele sind eigentlich ganz einfach. Ich muss mich, glaube ich, wenn ich mich nicht falsch erinnere, als Siebter, glaube ich, qualifizieren und natürlich besser als Lewis Hamilton, das ist ja mein Rivale. Wir werden es aber gleich sehen. Ja, mindestens als Siebter, also hatte ich recht gehabt. Und versuchen wir jetzt hier einfach mal eine Runde hinzulegen. Also Suzuka alleine ist ja schon schwierig, aber mit Regen, na, das kann lustig werden. Eieiei, und ich merke auch direkt schon, hier Grip zu fassen, das könnte schwierig werden. Zumindest hier im Regen. Ich hoffe ja mal, dass das Wetter gleich zu Ende ist und dass da gleich eventuell schönes Wetter kommt. Weil die Wolken, naja, vereinzelt gibt es da noch viele graue, aber es ist auch schon etwas klarer, würde ich mal sagen. Aber wir schauen mal hier. Die Zeit wird ja sowieso erstmal nicht gewertet. Das heißt, wir haben genug Zeit, um hier erstmal ein klein wenig Grip aufzunehmen. Ja, man sieht schon, es ist ein bisschen schwierig. Es ist ein bisschen schwierig. Ich fahre da auch ein bisschen übervorsichtig, aber bei Japan Suzuka weiß man ja nie ganz genau, was hier passieren kann. Und bei so vielen Ecken und Strecken, Abschnitte von dieser Rennstrecke, muss man dann doch schon aufpassen. Jetzt gerade habt ihr einen Rutscher gesehen. Es ist mit dem Grip schon so eine Sache. Auf manchen Strecken hat das Auto ganz guten Grip bei Regen, bei manchen, na, da kannst du doch den Grip tagelang suchen, du würdest ihn nicht finden. Aber es ist gut auf jeden Fall, dass wir uns jetzt erstmal hier mit dem Regen und der Strecke gleichzeitig vertraut machen. Und wie gesagt, wir hoffen einfach mal drauf, dass wir hier schönes Wetter nachher bekommen. Und auch vor allen Dingen für das Rennen. So, hier bremse ich ein bisschen ab. Hier fahre ich nicht mit Vollgas durch. Wobei, die Kurve habe ich eh ein klein wenig verkackt. Aber die Zeit wird ja sowieso nicht gewertet. Von daher ist das ja alles noch in Ordnung. Man sieht auch, da ist ein Riesenrad. Da hatten wir ja schon mal eins in Singapur gehabt. Da gab es auch schon mal ein Riesenrad zu sehen. Ich glaube, irgendwann am Anfang meiner Karriere auch schon. Aber das ist ja egal. Das ist ja hier nebensächlich. Das gehört nur so ein bisschen zur Kulisse. Ein bisschen die Sehenswürdigkeiten. Wichtigste ist hier, dass wir jetzt eine gute Rundenzeit hinbekommen. Und jetzt fahren wir erstmal wieder hier durch die ganzen SS-Kurven. Einmal links und dann wieder rechts. Aber ich bin ja zumindest froh, dass es kein zu starker Regen ist. Sonst würden wir, glaube ich, noch weniger sehen als jetzt aktuell. Von daher ist das schon gut so. Ah, ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen. Und die Runde können wir schon mal vergessen. Da bin ich komplett weggerutscht. Und das hat zu viel Zeit gebraucht. Also heißt es schon mal, hier muss ich definitiv zwei Runden fahren. Weil die Rundenzeit, die ist jetzt für den Arsch, für die Mülltonne. Und auch vor allen Dingen in dieser Kurve, ja, habe ich am wenigsten Grip. Da übersteuere ich auch manchmal leicht. Also übersteuern ist nicht ganz so gut. Aber das ist jetzt egal. Vettel 1:56.956. Also das ist die Zeit, die wir schlagen können, aber nicht werden. Da bin ich mir schon mal so was von sicher. So, jetzt erstmal hier lange gerade. Das Besondere an der Strecke hier in Suzuka ist ja, dass man nur eine einzige DRS-Zone hat. Ja gut, woanders soll man die auch hin tun? Eventuell hier, aber das ist dann wiederum auch wieder ein bisschen zu gefährlich. Vor allen Dingen nach der Kurve. Naja, ist schon gut so, dass es nur eine DRS-Zone gibt.
Und im Übrigen, wir sind ja auch schon beinahe in der Endphase hier bei Formel 1 2016. Meine Karriere. Denn, ja, nach dem Rennen sind es nur noch vier. Im Übrigen, 1,58, 4,74, das können wir noch besser machen. Und versuche es auch noch besser zu machen. Richtig, nur noch Button ist schlechter aktuell als ich. Also, hier nach Suzuka, nach dem Grand Prix von Suzuka, kommt noch, es lasst mich nicht lügen, USA, also Austin, dann Mexiko-Stadt, dann kommt Brasilien, ja, und dann nur noch Abu Dhabi. Und dann war's das. Also, nach Suzuka nur noch vier Stück. Und dann geht es nach einer Woche nach Ausstrahlung der letzten Folge mit Abu Dhabi. Das ist gut. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Also doch. Und dann eine Woche nach Ausstrahlung der letzten Folge Abu Dhabi mit Formel 1 2016 gibt es dann auch schon Formel 1 2017. Da geht es dann weiter mit meiner Karriere auch wieder im Haas. So, jetzt haben wir hier den Hülkenberg. Jetzt müssen wir gucken, dass wir den Sahara Voss Inde hier ein klein wenig überholen. Jawohl, haben wir geschafft. Wollte dem da nicht reinbrettern, das hätte uns beiden hier nicht gut getan. Vettel immer noch führender hier im Qualifying in Q1. Hamilton zweiter. Bottas vierter, ich dritter. Naja, wir werden mal schauen, wie wir das Ganze hier hinbekommen. Eventuell können wir uns hier ja auch eine schöne Zeit fahren. Sofern hier kein Fehler passiert. Das ist natürlich hier die Hauptsache heute. Oh, die Kurve habe ich aber diesmal wirklich gut hinbekommen. Rosberg 1,56,882. Wusste doch, dass da irgendwas noch von Nico Rosberg kommt. Aber die Zeit sollte ich eigentlich geschlagen bekommen. Ich denke mal mit 1,55 gehe ich rüber. Ja, 1,55,462. Jawohl. Und danach sollten wir eigentlich auch reinfahren, weil uns wurde ja gesagt, der Regen lässt langsam nach. Na gut, das sieht man, ja, das sieht man schon so leicht. Wir werden auf jeden Fall aber reinfahren, weil mit der Zeit bin ich aktuell sehr zufrieden. Da dürfen wir eigentlich nicht meckern. Von daher, wir fahren dann gleich mal in die Box. Warten dann ein klein wenig ab, bis der Regen auch wirklich nachgelassen hat und die Strecke wieder trocken ist und wir eventuell mit Slicks weiterfahren können. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Obwohl ich ja eigentlich immer noch eine, ja, halbwegs gute Runde hier habe und mich verbessern könnte. Aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Na gut, jetzt wäre das Ganze eh fast schon wieder kaputt. Obwohl, wir sind noch im grünen Delta. Gut, dann fahren wir jetzt also an die Box. Machen hier noch die Runde zu Ende, die aber nicht gewertet wird, weil wir ja in die Box fahren. Ich denke, das sollten den meisten von euch, die schon mal Formel 1 geschaut haben, denke ich mal auch schon bewusst sein und klar sein. Na, ich denke mal, die meisten sind hier auch schon wieder reingefahren. Wir sehen hier jetzt noch drei Autos und mich natürlich. Aber, ja doch, es sind doch noch einige auf der Strecke. Es sind doch noch ein paar auf der Strecke. Aber die meisten werden wohl jetzt auch an die Box gehen, weil sie gehört haben, ah, das Wetter wird doch gleich wieder besser. Dann können wir ja eventuell dann halt eben Soft oder Super Soft aufziehen. Oder auch Mediums. Wie gesagt, ich fahre jetzt an die Box. Ja, jetzt sind so gut wie alle auch schon an der Box. Auch unser Teamkollege Romain Grosjean ist an der Box. Wie wir das gerade gesehen haben, wenn auch nur ganz kurz. Dann werden wir mal gucken, dass das Wetter gleich besser wird. Das wäre ja wünschenswert. Dann könnten wir noch einmal eine bessere Zeit hinlegen. Den Fehler mache ich übrigens auch nicht nochmal. Wenn wir wissen, dass das Wetter noch besser wird und wir haben nur eine Zeit mit Regenreifen gefahren, dass ich dann nicht noch eine Runde auf den weichen Reifen fahre. Also wie Supersoft, Ultrasoft etc. Den Fehler möchte ich nicht nochmal machen. Aber wir werden ja gleich mal sehen. Warten wir erstmal ein klein wenig. Ja, ein paar sind noch hier an der Box.
Ein paar haben auch noch gar keine Runde gefahren. So, und jetzt gucke ich doch einmal. Wir haben schönes Wetter. Aber können wir auch schon mit normalen jetzt rausfahren? Normalerweise müsste es ja jetzt eine Warnung geben. Ja, unpassende Reifen. Okay, geht also noch gar nicht. Dann würde ich mal sagen, lassen wir das und warten wir noch ein klein wenig. Ansonsten würde mir jetzt hier keine Lösung einfallen. So, warten wir noch ein bisschen, spulen wir ein bisschen vor hier. So, jetzt haben wir 5 Minuten. Das Wetter sollte jetzt eigentlich mehr als perfekt sein für die normalen Reifen. Unpassende Reifen, ja, ich muss nochmal aufs Setup zugreifen. Intermediates brauchen wir hier jetzt nicht. Wir nehmen... Oh, wir nehmen die Softreifen, komm. Jetzt soll das Wetter auf jeden Fall perfekt sein. Und jetzt ist auch wieder viel auf der Strecke los, ist aber egal. Wir fahren einfach mal raus und machen jetzt hier mit den Softreifen eine schöne neue Rundenzeit. Weil, wie gesagt, die mit den Regenreifen können wir aktuell vergessen. Jawohl, jetzt haben wir wieder eine schöne, trockene Strecke. Und eine Runde werden wir mit Sicherheit hier hinbekommen. Ohne, oben sehen wir schon den Timer. Q1 noch fast 4 Minuten. Also werden wir hier eine Runde mindestens hinbekommen. Oh, Quell aktuell auf der 4. Oh, und es gibt eine gelbe Flagge. Irgendjemand hat sich da weggeschossen. Keine Ahnung, wer es war, aber das ist egal. 4 Minuten jetzt noch in Q1. Und dann haben wir noch Q2 und Q3. Hoffen wir, dass da nicht irgendwie wieder Regen kommt. Und etwas schöneres Wetter. Und ich rutsche ein klein wenig weg. Das sollte nicht so passieren. Aber die Zeit wird hier eh noch nicht gemessen. Die wird eh noch nicht gewertet. Und mein Grosjean auch P6. Ach, der ist auch etwas weiter hinter mir. Hier auf der Strecke. Aber darum kümmern wir uns nicht. Wichtig ist natürlich, was ich für eine Rundenzeit hier hinlege. Wenn meine Rundenzeit gut ist, dann bin ich zufrieden. Aktuell bin ich auf Platz 1. Aber auf dieser Zeit sollte man sich einfach nicht ausruhen. Es wäre auch dumm, wenn man jetzt nicht mehr rausfahren würde. Aber einige haben ja noch gar... Boah, es wäre scheiße, wenn sich das Wetter nochmal ändert. Einige sind ja noch gar keine Runde gefahren. So, und jetzt habe ich auch diese schöne Kurve hier mal hinbekommen. Einige sind ja noch gar keine Rundenzeit gefahren. Haben vielleicht gewartet, haben sich gesagt, nö, Regen, das ist nicht so unser Fall. So, jetzt kommt der S. Und da bin ich nochmal von der Strecke abgekommen. Jetzt wird hier die Runde gewertet. Man sieht es auch. Und ich bin direkt mal im roten, im negativen Delta. Jetzt im positiven. Da sollten wir auch bleiben. Rosberg ist auch schon mit einem Satz Reifen, Softreifen gefahren. Oder beziehungsweise ist gerade mit Softreifen unterwegs. Ich weiß es ja nicht ganz genau. Man sieht schon an dem positiven Delta, wir sind deutlich schneller als eben. Aber ist ja ganz klar. Die Softreifen kann man nicht mit den Intermediates vergleichen. Das geht schlecht. Jetzt können wir die Kurven hier auch deutlich besser hin und sind natürlich auch deutlich schneller. Das ist ja ganz klar. So, jetzt diese Kurve. Und düsen wir hier mal durch die gleich nächste Kurve. Und dann können wir wieder mit Vollgas fahren. Q1 ist gleich beendet. Sehe ich schon. 1,5 Minuten noch. Also 90 Sekunden. Und ich denke mal, einige werden auch gar nicht mehr rausfahren. Eventuell. Weiß man ja nicht. Wir werden es auf jeden Fall gleich herausfinden. So, die Kurve kriege ich wieder super geil hin. Vettel schnellste Runde jetzt mit 1,41,617. Die Zeit sollte ich eventuell hinbekommen. Ja, und Button Dritter. Eine Runde können wir aber jetzt noch fahren, die hier sogar noch gewertet wird. Man sieht ja, 50 Sekunden, aber wir haben die Ziellinie ja schon
überschritten. Das heißt, diese wird noch gewertet, egal ob dann gleich die Zeit zu Ende ist und noch wir weitere 3 Minuten bekommen, um wieder reinzufahren. Aber gut, mit so einem Fehler ist dann die Runde auch kaputt. Nee, das wird nichts mehr. Da sind mir jetzt 2 Fehler passiert, die haben Zeit weggenommen. Jetzt noch die Zeit wieder positiv zu bekommen, das wird schwierig. Das wird schwierig. Daher glaube ich auch nicht, dass das noch irgendwie gelingt. Und jetzt ist Q1 praktischerweise zu Ende. Wer jetzt nochmal rausfährt, dem seine Zeit wird nicht gewertet. So, und jetzt gibt es nochmal 3 Minuten obendrauf, um seine Runde zu beenden und um dann an die Box zu fahren. Und einige machen das natürlich noch. So wie ich, aber bei mir bringt es halt nichts. Paris ist im Übrigen 3., Button 4. Man sieht ja da auch, wie gesagt, karierte Flagge. Q1 ist zu Ende. Und Bottas hat sich gebessert. Okay, mit dem Fehler wäre ja sowieso die Runde am Arsch gewesen. Von daher passt es schon. Da ist Button, der wird nochmal versuchen, eventuell eine bessere Runde hinzubekommen. Es sei denn, er fährt an die Box. Er fährt an die Box. Ach, wisst ihr was? Ich fahre da nochmal über die Linie, aber es hätte eh nichts mehr gebracht. Aber ich bin für Q1 zumindest schon mal Erster hier an Emirates Japanese Grand Prix und Romain Grosjean ist 12. Oh, hat Kimi aber jetzt Glück gehabt. Der ist auf 16. Einige sind also nur diese Zeit mit den Regenreifen gefahren. Das ist schon heftig. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Hamilton auch nur 10. Dafür Riarianto auch noch dabei. Das ist eine starke Leistung von Riarianto. Muss man mal so ganz einfach sagen. Auch Jenson Button so weit oben mit dem McLaren Honda. Ja, und ich halt eben 1. Sergio Perez auch 4. Ja, das ist doch schon mal eine schöne Leistung. Und da sieht man auch nur, dass wirklich nur 9 Fahrer mit Soft- bzw. Mediums gefahren sind. Und der Rest hat eben mit Regenreifen. Aber gut, es ist ja die Entscheidung von den Fahrern und den Teams, wie sie fahren. Jetzt können wir auf jeden Fall hier in Q2 mit normalen Reifen fahren. Und dann nehme ich auch wieder die Soft-Reifen, weil wir nichts anderes für Q2 im Forum bekommen. Es ist alles fertig, wir können rausfahren zu einer neuen schönen Runde. So, jetzt düsen wir raus und mal schauen, ob Q2 genauso gut wird wie Q1. Da düsen wir los und oh, wir sind hinter Grosjean. Da hinten ist er. Da ist er etwas früher rausgefahren als ich. Warum nicht? Auf jeden Fall, man sieht schon, Suzuka ist jetzt viel besser hier zu fahren als eben im Regen. Aber wartet ab, wir haben noch Austin als Beispiel. Wir haben noch Austin. Das sieht auch nicht gerade besonders toll aus, Austin. Aber das werdet ihr spätestens nächste Woche sehen. So, da ist Grosjean. Und schauen, ob wir den überholt bekommen. Na, warten wir ein bisschen ab. Warten wir ein bisschen ab. Grosjean will jetzt hier auf jeden Fall schneller fahren. Das will ich natürlich auch. Aber wir müssen ihn irgendwie überholen, weil wir wollen uns ja nicht gegenseitig ausbremsen. Das wäre auch ein bisschen blöd. Hier in der Kurve schaffen wir es auf jeden Fall nicht. Aber wir kriegen ihn auf das Start- und Zielgeraden. Da bin ich mir sicher. Weil dann haben wir ja auch DRS. Oder kriegen wir ihn hier schon? Jein. Doch, jetzt. Aber das war ein bisschen scheiße, weil ich da über die Strecke gekommen bin. Aber egal, zählt. So. Einmal rechts, einmal links. Ups. Was hab ich? Achso, ja, stimmt. Ja. Ich bin ja jetzt über diese schöne Touchscreen-Taste gekommen. Wisst ihr was? Wir könnten ja eigentlich mal ein Thumbnail machen. Ich guck gerade.
Ach blöd, kriegen wir keine bessere Sicht? Kriegen wir keine bessere Sicht? Ich würde gerne Thumbnail haben, wo wir beide drauf sind. Aber das ist eine blöde Sicht. Das ist eine blöde Sicht. Das kann ich nicht machen. Oh, wisst ihr was? Dann machen wir es eben. Ja, wie machen wir das? Am besten so. So. Machen wir das so. Screenshot ist gemacht. Mache ich eigentlich nicht so gerne. Während des Rennverlaufs oder beziehungsweise während einer Qualifying Session. Aber danach können wir es leider nicht. Von daher, das würde es mal ab und zu geben, dass ich sowas mache. Das hat sich jetzt hier perfekt ergeben. Mit meinem Teamkollegen nebendran einfach mal hier am Thumbnail zu machen. Sieht doch besser aus als das ganze Schnickschnack hier noch mit dabei. Also ihr werdet das mit Sicherheit schon verstehen, warum ich das gemacht habe. Weil es einfach schön aussieht. Vielleicht mache ich das auch in Zukunft öfters, auch in Formel 1 2017. Wer weiß das schon so ganz genau, was ich alles mache. Aber ist ja jetzt auch soweit nicht schlimm. Wir sind ja jetzt hier weiter am Fahren und mal gucken, wie ich diese Zeit hinbekomme. Das war doof. Das Kiesbett mitzunehmen ist jetzt gar nicht die beste Idee gewesen von mir. Wo ist eigentlich Grosjean? Ist er noch hinter mir? Ja, der ist noch hinter mir. Er wird natürlich jetzt versuchen, mich eventuell zu überholen. Weil er doch schon merkt, es könnte knapp werden. Und eventuell bremse ich ihn hier jetzt aus. Aber dann soll er es mal rück versuchen. Das würde er nicht schaffen. Der gute Franzose Romain Grosjean. Jetzt düsen wir hier schön auf der, ja, geraden kann man nicht sagen, aber mit Vollspeed auf dieser kurzen Strecke, auf dem kurzen Streckenabschnitt Kurve gut hinbekommen. Und eventuell kriegen wir hier, ich weiß nicht, nein, 42, 43 hin. Eventuell. Na, Vettel kriegt 1,42 hin. Und ich krieg 1,40 hin. Okay, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Grosjean schneller als Vettel. Das ist auch nicht schlecht. Das müsste man sich ja jetzt eigentlich so einrahmen. Grosjean 2 und Vettel ist dann auf 3. Button ist Vierter. Aber das ändert sich jetzt gleich eh nochmal alles. Davon können wir durchaus ausgehen. Ja. Und ich merke schon, ich werde langsam. Ich weiß! Ich sehe es! Aber ändern wird sich das so oder so. Und ich sehe auch gerade schon, ich bin im negativen Delta. Kommen wir da eventuell nochmal in das positive Delta? Ich weiß nicht, das war sehr spät gebremst. Und damit ist diese Runde sowieso schon für die Tonne. Da bin ich viel zu, ja, spät auf die Bremse getreten. Ah, wobei, jetzt kommen wir doch nochmal. Ne, das wird dann doch nichts. Wir hatten noch einmal Regen, brauchen wir nicht nochmal. Das brauchen wir nicht nochmal. Okay, die Runde kann ich schon mal vergessen. Die kriege ich nicht verbessert. Und Verstappen und Rosberg sind schneller als Vettel. Aber der wird gleich auch nochmal eine bessere Runde hinbekommen. Und jetzt ist Kimi Räikkönen schneller als Romain Grosjean. Ich würde sagen, fahren wir mal in die Box. Die Runde hätte eh nichts gebracht. Die Runde hätte sowieso nichts gebracht. Vielleicht kriegt er Romain Grosjean hier noch eine schöne Rundenzeit hin. Vielleicht ist er ja dann in der Top 10. Wäre ja wünschenswert, dass wir beide in den Punkten stehen würden. Das hatten wir ja auch schon einige Male. Aber das müssen wir abwarten. Wir sind ja gerade erst in Q2. Von daher abwarten, wie es gleich in Q3 aussieht. Beziehungsweise wie gut er sich jetzt platziert hat. So, schauen wir doch mal. Es ist gerade sehr viel auf der Strecke los, 13 Autos. Grosjean fällt natürlich jetzt ein bisschen zurück, das ist ja ganz klar.
Ich aber nicht. Mal gucken, wo bleibt er stehen? Ich würde sagen, er bleibt in der Top 10. Auf jeden Fall wäre das sehr wünschenswert für ihn. Und er ist auf 5. Raus sind Hülkenberg, Perez, Haryanto, Button, Quert und Massa. Das heißt also, dabei sind noch Bottas, Sainz, Hamilton, Rosberg, Vettel, Grosjean, Verstappen, Ricciardo, Räikkönen und ich. Wobei ich mich frage, warum ist Hamilton nur auf 8? Naja, wer weiß ja schon so genau, warum das so ist. Wir werden auf jeden Fall jetzt herausfinden, wie die Top 10 am Ende dann aussieht. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir noch einmal aufs Setup, ob wir da irgendwas haben. Oh ja, wir haben ein verpflichtendes Set. Und das haben wir auch schon. Auf. Bei dem Auto. Bei. Jawohl. Ich bin bereit. Können wir machen. Und dann würde ich mal sagen, nutzen wir mal Q3. Man sieht auch, jetzt haben wir viel schöneres Wetter als eben. Schön klarer Himmel mit ein paar Wolken natürlich. Aber er ist schön blau. Die Sonne scheint auch noch dazu. Also jetzt können wir uns hier Suzuka mal so richtig gönnen. Oh, Digga. Oh, die Sonne. Eieiei, wie die blendet. Hätte mir da eine Sonnenbrille anziehen können, wenn ich das gewusst hätte. Aber da müssen wir jetzt durch. Da müssen wir jetzt durch. Und jetzt ist es natürlich auch viel besser hier für die virtuellen Fans hier in dem Spiel. Regen ist ja immer so eine Sache, ist ja immer ganz blöd, aber muss man mit einplanen, wenn man weiß, okay, es kann regnen. So, fahren wir jetzt hier mal die schöne Runde, die natürlich noch nicht gewertet wird. Dann werden wir ja mal sehen, ob ich eine gute Rundenzeit hier hinbekomme gleich und ob ich meine Ziele erfüllt habe, die das Team hier gefordert hat. Wie gesagt, mindestens Platz 7 qualifizieren und besser als Lewis Hamilton. Was wir, denke ich mal, hinbekommen sollten. Ah gut, die Kurve war jetzt nichts. Aber die Zeit wird auch noch nicht gewertet. So, jetzt düsen wir hier durch das DRS-Fenster und jetzt wird die Zeit gewertet. Mal sehen, was wir hier für eine Rundenzeit gleich hinbekommen. Wir hatten ja eben 1,40. Ich würde jetzt allerdings sagen, so 1,41. Sagt man so um die 1,41, 1,42. Aber das werden wir ja gleich sowieso sehen. Die Sonne, die stört ein klein wenig hier jetzt im Spiel. Die Sonne stört hier ein klein wenig, aber lange wird das ja eh nicht mehr sein. Bis die Folge zu Ende ist. Und sorry, da muss ich gerade mal kurz gähnen. Und übrigens, einige finden ja, dass ich es mir ziemlich einfach gemacht habe mit Formel 1 2016 hier die Karriere. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es ist tatsächlich viel zu einfach. Mit dem Haas immer auf Platz 1. Ja, das ist es wirklich so einfach. Aber hätte ich das früher gewusst, hätte ich auch den Schwierigkeitsgrad etwas leichter gemacht. Etwas schwieriger eingestellt. Nicht leichter, schwieriger. Aber ich kann nur sagen, für F1 2017 wird es definitiv schwieriger. Da wird die KI auch deutlich mehr zu tun haben. Nee, Quatsch. Ich werde mehr zu tun haben, um mich halt dann gut zu platzieren. Aber bis dahin ist es noch ein klein wenig. Ich sag's, 21.10. nicht vergessen. Jawohl, 1,41,283. Wie gesagt, 21. Oktober, da ist Beginn. Da dürft ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Dann geht's dann mit Melbourne wieder los.
Dann haben wir allerdings nur 20 Grand Prix, weil halt eben der Deutschland Grand Prix 2017 nicht ist. Beziehungsweise war. Aber es macht ja nichts. Und mal schauen, vielleicht kriegen wir hier nochmal jetzt eine gute Runde hin. Eine gute, die in den positiven Delta-Bereich geht. Aktuell ja im negativen Bereich. Eventuell kriegen wir das nochmal hin. Ja, das könnte noch was werden. Sofern mir hier jetzt kein Fehler passiert, dann könnte das hier eventuell doch noch was werden. Mit einer minimalen Verbesserung. Oh, Vettel bringt mich auf Platz 2. So, jetzt mal gucken. Wir sind im grünen Bereich des Deltas. Aber ich falle zurück. Im Sektor. Okay, das war jetzt blöd. Im Sektor war ich etwas schneller. Okay, jetzt bin ich im roten Bereich. Das heißt also. Ja doch, jetzt könnte es aber klappen. Jetzt könnte es doch mal klappen. Jawohl. 1:41.067. Ich habe Vettel nochmal auf Platz 2 gesetzt. War da 2 Zehntel schneller gewesen. Perfekt. So, mal sehen, ob sich das auch gleich, ja, eventuell ändert oder ob das so bleibt. Wäre schön, wenn es so bleibt. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Und mal sehen, wo sich Grosjean am Ende platziert. Machen wir. Die Runde ist jetzt sowieso nicht mehr, ja, verbesserbar, in der wir gerade sind. Von daher können wir gleich auf jeden Fall an die Box kommen und dann auch Q3 beenden. Mit etwas Glück bleibe ich ja auf Platz 1 oder auch nicht. Okay, Grosjean auf P8. Wie gesagt, wäre ja wünschenswert, wenn wir für das Rennen wirklich beide in den Punkten stehen. Aber wir müssen uns da selber in die Punkte kriegen, in die Punkte bekommen. Oh, das war jetzt Glück. Das war jetzt gerade Glück, dass ich die einfach gerade noch so bekommen habe. Habe ich ein bisschen zu spät reagiert. Und jetzt beenden wir hier mal das Qualifying. Ich sehe gerade, Grosjean ist auch an der Box. Und jetzt läuft noch die restliche Zeit hier ab. Vom Q3. So, wir sind jetzt in der Box drinne. Mal sehen, wo ich jetzt am Ende stehe und von wo aus ich starten werde. Eventuell ist es die Pole, eventuell rückt man mich aber noch mal ein kleines bisschen nach unten in der Tabelle. So, mal sehen. Vielleicht kann sich ja Grosjean auch noch ein bisschen ändern. Aktuell sieht aber nicht danach aus, als ob sich noch mal jemand bessert. Für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Ein Haas, Vettel und Lewis Hamilton. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Ja, Platz 1, Grosjean auf 8. Oh, Kimi Räikkönen und Nico Rosberg mit derselben Rundenzeit. 1:41.367. Ich glaube, das habe ich aber auch noch nie gesehen. Ich glaube, das habe ich wirklich noch nie gesehen. Und, ich dachte gerade schon, Vettel und Hamilton hätten auch dieselbe Zeit. Aber tatsächlich sind es nur Rosberg und Räikkönen. Auch nicht schlecht. Ja, Platz 1 für mich. Grosjean startet von der 8. Ich glaube, ja, damit kann man zufrieden sein.
Und das bin ich auch definitiv. Wir können nur hoffen, dass das Wetter mitspielt gleich. Was heißt gleich? Morgen im Rennen. Aber da mache ich mir mal keine Sorgen. Ja, das war's soweit eigentlich auch schon wieder. Aber wir vergessen natürlich die Ziele nicht für das Rennen. Ich habe ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. Schließe das Rennen auf dem 5. Platz oder besser ab. Okay. Erreiche im Rennen eine höhere Platzierung als Hamilton. Besiege Romain Grosjean. Ziel für Fahrermeisterschaft, 5. Platz oder besser. Vielleicht kriegen wir das hin, vielleicht auch nicht. Das Wetter sieht auf jeden Fall jetzt gerade schön aus in Japan, Suzuka. Also hoffen wir mal auf ein schönes Wetter für das Rennen. Ja, und das war's vom Quarterfinale hier in Japan, Suzuka. Wir sehen uns morgen wieder zum Rennen. Haut rein und ciao! Du möchtest mehr vom Formel 1 2016, das Let's Play sehen? Dann habe ich links für dich das letzte Rennen und rechts für dich das letzte Qualifying. In der Mitte ist mein Logo, wenn du möchtest, darfst du kostenlos und freiwillig abonnieren. Hau rein!